Hallo, hi. Hörst du mich? Hi, Gott segne dich und deine Familie. Ja, deine auch. Mann, alles gut. Gut. Ich höre mich doppelt. Hörst du mich gut? Ich höre dich Ich höre doppelt, dich also ich höre doppelt. mich doppelt. Ach so, scheiße. Moment mal, da muss ich den Fernseher ausmachen. Warte. Im Fernsehen bin ich auch noch bei Sorry. dir drin, oder was? Ich habe hier doppelt am Laufen. Ja, cool, jetzt höre ich dich auch. Ja, nett, dass du mich reingelassen Ja, siehst du, wie nett ich bin, Dr. Schäfer, aber du bist immer nett zu allen. das sind wir auch alle. Und ja, ich wollte jetzt mal zu dem Thema Glaube was sagen. Das ist natürlich eine Sache. Man muss sich nicht natürlich irgendeiner Kirche anpassen oder sowas. Also ich bin ein Mensch, ich glaube an die Natur, an jedes Lebewesen, an jeden Menschen. Und alle müssen sich verstehen, müssen sie alle miteinander klarkommen. Und aber ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Weißt du, die ganzen Religionen, die haben sich ja von aus der Geschichte, die haben sich alle bekriegt, ne? Also durch irgend der eine sagt dies, der andere sagt das und alle bekriegen sich, ne? Und man muss doch eigentlich nur an das Gute glauben und denken, da oben ist was Größeres, aber man kann das nicht beschreiben, weißt du? Und ich würde jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt in die Kirche oder ich gehe in die Kirche oder glaube an das Buch oder das Buch, sondern ich glaube einfach, da oben ist was Großes, was richtig Großes, das uns alle handelt. Und Ja, was ist, wenn du dieses große Etwas einfach mal bittest und ihn fragst, du liebender Gott, der da existiert, wer bist du? Ich suche nach dir, zeig dich mir. Das mache ich ja jeden Tag. Das mache ich in jedem Guten, in jeder Handlung, in allem, woran ich glaube. Und Wie oft hast du dann, nachdem du das gesagt hast, wie oft hast du dann so eine Begegnung gehabt mit Christen oder die Bibel oder sonstiges? Sei mal ehrlich. guck mal, ich bin ja selber Christ, ne? Ich bin Deutscher, ich bin Christ und habe zum Beispiel eine Schwester, die hat einen Muslim geheiratet, ne? Und da läuft das. Christ und Muslim zusammen. Meine Schwester, die ist ziemlich intelligent und auch eine stabile Frau. Und die beiden, die verstehen sich super. Also wir sind zum Beispiel Christ und Muslime in einer Familie, ne? Und das läuft. Also ich Ja, dann kann haben die beiden eigentlich nichts mit dem Glauben zu tun. Sie sind halt Namensmuslime und Namenschrist. Nee, So meine einfach ist Schwester ist das. ja immer, Ja. meine Schwester ist ja immer noch Christin. Und Da der sage ich Mann. ja Namenschristin, aber eine wahrhaftige Christin würde ja niemals in Richtung eines Muslims gehen, weil sie würde sich einen Partner in Christus aussuchen. Verstehst du? Sie muss sich Aber also Gedanken machen darüber, ja, aber dann ob fängt man ja. sie mit ihm den Weg gehen will oder mit jemandem, der auch an das glaubt, an was sie glaubt. Aber Weil du musst dir mal Moment. vorstellen, wenn auf einmal Kinder ins Spiel kommen, dann wird es natürlich problematisch bei der Kindererziehung. Und stell mal vor, der Mann wird dann auf einmal total so fanatisch gegenüber dem Koran und will sich immer mehr mit seiner Religion beschäftigen. Genau. Und dann kommt es zu einer riesen Diskrepanz, verstehst du? Zu Ja, einem pass auf, Clinch. das muss ich jetzt widerlegen, weil zum Beispiel, also ich nenne ihn jetzt mal Mehmet, das ist der Mann von meiner Schwester und der hat sich, da sind viele, die Eltern sind gestorben, dies und das und der ist in Köln aufgewachsen, ne? Und in Köln ist ja sowieso alles viel lockerer. Und der hat sich eigentlich schon, der weiß gar nicht mehr, ob er jetzt richtig zum Islam gehört oder Deutsch, Christentum, sondern es geht einfach um das Menschliche, dass man miteinander auskommt, ne? Und da interessiert dann gar nicht mehr die Religion. Das Kind ist viel wichtiger. Verstehst du? Und die halten alle total zusammen und das läuft super. Also ich kann nichts sagen. Also Ich habe doch und gerade von zu dir daher. gesagt. Ich habe doch gerade zu dir gesagt, sobald ein Muslim praktizieren wird und auf einmal die Kinder im Spiel sind, natürlich lässt der Muslim niemals zu, dass diese Kinder christlich erzogen werden oder dass ihnen von Jesus erzählt wird. Jesus als Prophet, ja, aber nicht Jesus als Sohn Gottes. Das musst du dir auch eingestehen, oder? Okay, ja, ein bisschen schon. Aha, siehst du? Ja, ich muss, aber das Es ist ja von funktioniert beiden Seiten. also, diese Beziehung funktioniert also, wenn beide mit dem Glauben nichts zu tun haben. Aber sobald eine Christin sich mit ihrem Glauben beschäftigt und den Heiligen Geist empfangen hat und von Jesus Christus erzählt, so wird es ja zu einem riesen Streit kommen zwischen den beiden, weil sie glaubt ja an Jesus Christus als den ewigen Sohn Gottes, der für ihre Sünden starb.
Und dann kommt auf einmal der Muslim und sagt, nee, mein Buch sagt mir aber, dass Jesus nur ein Prophet ist, der Allah gedient hat. Ja, was machen wir denn jetzt? Moment, ich musste das so erzählen. Also, der ist sehr modern, der Mehmet, ne? Aha, siehst der du? Mann. Also habe ich doch recht gehabt. Moderner Muslim, der mit seiner Religion nichts zu tun hat. Ja, zum Beispiel. Siehst du, wie ich das immer wieder raushöre? Ja, aber ja, klar, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, guck mal, man braucht ja eigentlich gar keine Bücher oder irgendwas, an irgendwas zu glauben, damit irgendwie wir uns alle vertragen. Stell dir mal vor, es gäbe nur eine einzige Religion und alle würden nur an das glauben. Und für mich ist zum Beispiel die Natur, das Naturgesetz, meine Religion. Also ich halte mich gar keine Bücher oder an irgendwelche Kirchen, sondern ich glaube. Und jeder hat das Gute oder das Schlechte in sich drin und kann das rauslassen. Weißt du, was ich meine? Ja, und du siehst ja, dass einige anders ihr Gut definieren, als du dein Gut definierst. Der eine findet das gut, wenn er den ganzen Tag irgendwie sich Kinder reinzieht und sich an ihn aufgeilt. Das findet er sehr gut. Und dann hat er noch hohe Posten, Positionen und ist ein ganz normaler Bürger dieses Landes. Das findet er sehr gut. Stell dir mal vor, jeder würde das ausleben, was er so gut findet. Ich unterstütze deine Aussagen. Ich weiß genau, was du meinst. Und genau diese Verknechtung und dieses Unterdrückte. Und das mag ich auch überhaupt nicht. Ne? Und man sieht das ja überall. Da hast du vollkommen recht. Ja, und das wird natürlich prophezeit durch diese gewissen Bücher. Ne? Man muss so und so handeln. Und der andere ist schlecht, der andere ist gut. Ich aber kann würdest du mir, warte mal, würdest du dir nicht Gedanken machen, wenn es zum Beispiel ein Buch geben würde, das Prophezeiungen hätte, dass zum Beispiel 1000 Jahre vorher etwas sagt, das 1000 Jahre später so auch eintrifft. Würdest du nicht Gedanken machen und sagen, ich glaube, wir haben es hier zu tun mit einem Autor, der über unsere Vorstellungskraft ist? Würdest du dir nicht Gedanken machen und sagen, hey, warte mal, ich guck mal, was sich noch alles in diesem Buch verzeichnet, was noch in diesem Buch verzeichnet ist? Weil du dann auf einmal Ehrfurcht bekommst und sagst, wie kann das denn sein? Also die Leute erzählen mir, dass das Buch ein Märchenbuch ist, wir aber nachweislich feststellen, dass dieses Buch Prophetien erfüllt hat. Wie geht denn sowas? Können wir dann hier ausgehen, dass es ein Märchenbuch ist oder wie? Ja, vielleicht nur eine gute Nachtgeschichte für kleine Kinder. Ich will dir nur sagen, dass du dir Gedanken machst, dass du wegkommst von dieser Natur und sowas. Klar, Natur ist schön. Wir begutachten sie und preisen den Schöpfer, der das alles geschaffen hat. Aber dieser Schöpfer hat auch etwas in seinem Buch aufgeschrieben, um dir zu beweisen, hey, hör mal zu, ich kann Prophezeiungen abgeben, die auch so eintreffen werden. Also kannst du mir vertrauen. Na, ich bin aber. Geh und lies mein Wort, was ich für dich vorbereitet habe. Was auf dich zukommt, wenn du ohne mich in den Tod gehst. Ich glaube natürlich. Glaube ich, aber ich würde jetzt nicht, zum Beispiel, ich bin ja Christ, ne? Ich bin ja so erzogen worden, ich bin so aufgewachsen, aber ich würde mich... Du hast mit Christus doch gar nichts zu tun. So wie du gerade redest, bist du doch überhaupt gar kein Christ, du hast gar nichts mit Christus zu tun. Ein Christ ist derjenige, der sein Leben dem Herrn Jesus Christus übergeben hat und an das glaubt, was er für ihn stellvertretend am Kreuz getan hat und täglich sein Kreuz auf sich nimmt. Willst du diese Definition von einem Christ? Passt diese Schablone auf dich? Nö... Na, ich würde jetzt eher so sagen. Also hast du dir selber beantwortet, dass du kein Christ bist? Nein, ich bin Gläubiger, aber ich kann nicht. Ja, Gläubiger, ja, gläubig sind wir alle. Ich glaube, dass da oben, wie gesagt, die Wissenschaft hat schon alles da oben erklärt, was im Universum abgeht und dies und das, was da oben mit dem Planeten passiert. Es kann doch nicht sein, dass hier oben einfach so ein Typ rumschwirrt und der einfach hier sowas macht. Es gibt da ganz andere Naturgesetze. Das ist einfach, das ist die Chemie, die Biologie und die Physik. Und das sind ganz andere Dinge. Jemand muss doch diesen Naturgewalten eine Information gegeben haben, damit diese Naturgewalten so entstehen, wie sie entstehen. Das kann doch nicht alles aus dem Zufall entstanden sein, genau, oder? Genau, das kann man ja eben gar nicht erklären, was da oben alles abgeht, verstehst du? Und das ist das Kuriose. Und dann wollen irgendwelche Bücher sagen, so, ja, das ist das Richtige. Und die, alle bekämpfen das sich hier, wie die Ameisen. Ich habe dir gerade eben erklärt, wenn ein Buch behauptet, die Wahrheit zu sein, also muss es ja auch dementsprechend wahrheitsgemäße Aussagen dort zu finden sein. Und deswegen habe ich dir als Beispiel genannt, wenn ein Buch behauptet, von Gott zu kommen, dann muss es ja auch bewiesen werden. Und der Gott beweist es durch Prophetie, dass eine Prophetie 1000 Jahre vorher geschrieben wurde und dann auf einmal 1000 Jahre eintrifft. Und damit hat sich es wissenschaftlich bewiesen. Naja, also finde ich jetzt nicht so. Also ich habe. Bitte nicht schwer.
Naja, du willst es immer noch nicht wahrhaben, merkst du? Nein, weil ich glaube, wie gesagt, an was Größeres so, ne? Und das ist viel Ja, aber an größer dieses als Größere, du das, musst was zu Herrn wir. Jesus Nein, Christus guck mal, kommen. alles, was der Mensch ja hier erschaffen Lass hat an alles stehen Büchern. und liegen und komm zum Herrn. Ey, der Herr Jesus liebt dich und hat sein Leben für dich gegeben. Bin sowieso da schon, ich bin sowieso da. Da macht ihm mal keinen Kopf. Also, der hat mich schon oft beschützt und ich weiß, dass da oben jemand ist. Aber ich kann nicht einfach definieren, das ist der und der und das ist das richtige Buch. Und das kann ich einfach nicht sagen. Ne? Also ich weiß, dass da was Höheres ist, was richtig Hohes, aber ich würde jetzt nicht mich zu irgendwas hinstellen. Das ist ja genauso wie bin ich jetzt AfD oder bin ich SPD oder CDU? Weißt du, alle bekämpfen sich gegenseitig und nur aus irgendwelchen Beweggründen durch Bücher. Seite. Es geht hier um etwas Kosmisches. Also. Es geht hier um etwas Größeres. Es geht um was Kosmisches. Es geht um deine Seele, die eines Tages verloren geht, wenn du die ganze Zeit solche Aussagen triffst und nicht dich in Richtung Jesus Christus begibst. Bin ich doch schon längst drin. Also ich glaube, Nein, okay, aber ich ich habe würde doch das gerade nicht eine definieren. Schablone angewendet an dich und habe dich gefragt, trifft das auf dich zu? Hast du gesagt, nein. Habe ich gesagt, siehst du, kannst dich auch nicht Christ nennen. So, das Ding ist, ich glaube auf jeden Fall an was. Verstehst du was? Ich kann das aber nicht definieren. Ich kann nicht sagen. Ich sage es sogar, ich glaube irgendwie an was. Das ist ja so eine schwammige Aussage. Ja, weil ich Ich will hab von dir hören, dass du glaubst, dass du. Doch denjenigen noch nie gesehen und diese Bücher, die kann doch irgendwer geschrieben haben, irgendein Mensch wieder, der da irgendwen leiten wollte, wie so ein Führer. Hitler war ja Okay, nicht aber anders. was ist, wenn dieser Mensch von einer höheren Gewalt geleitet wurde und dir eindeutig beweist, dass dieses Buch Prophetien, Prophezeiungen erfüllt haben? Also, dass sich Prophezeiungen dort drin erfüllt haben. Finde das, Was machen wir ich denn finde dann? das. Ja. Ja, wenn das so ist, dann muss das widerlegt werden, dann muss das erstmal dargestellt werden. Also ich habe das persönlich noch nicht gesehen. Ja, wie Also du hast dich persönlich noch niemals auf den ich Weg begeben, um das herauszufinden. Das trifft hatte eher krasse zu. Erlebnisse, glaub mir, ich hatte genug Erlebnisse in meinem Leben, wo ich, wie gesagt, ich will dir das Wort nicht sagen, so. Ich sage immer, XXX ist das so und ich kann das nicht definieren, zu welcher Religion der gehört, was für ein. Weißt du, für mich gibt es nur den einen, den wahren. Und ob das jetzt Allah ist oder Gott oder Jesus Christus, für mich gibt es da oben auf jeden Fall einen Typ, der macht das. Aber ich würde jetzt nicht in die Kirche gehen oder in die Da gibt es Kirche. einen Typ, der macht das alles, ey. Wie du Aber redest über Gott, hast du keine ich gehe ja nicht Ehrfurcht? in die. Nee, ich gehe ja nicht in die Kirche oder in die Kirche und sag jetzt, das ist genauso wie Ich bei habe den doch nicht Rassisten. gesagt, dass du in ein Gebäude Links reingehst, oder sondern ich habe rechts, dich oder? gerade aufgrund deiner Aussagen gefragt, hast du keine Ehrfurcht vor Gott, so wie du redest? Natürlich habe ich die und der weiß auch ganz genau, was ich sage. Ja, und du redest Der gerade weiß. über Gott, als wäre das so ein Typ, der da oben sitzt mit Popcorn und schaut auf uns zu. Nein, So. der steckt in allen drin, der steckt in allen drin, der bewegt alles. Okay, danke schön für deinen Pantheismus. Dankeschön, okay? Danke. Möge Gott dich segnen, möge Gott dir deine Augen öffnen und dass du eines Tages dann erkennst und sein Buch aufschlägst, die Bibel, und erkennst, dass der wahrhaftig ist. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ah, du bist doch Amir, Ja. oder? Ich habe eine Frage an dich. Was ist eigentlich dein Ziel? Also, welches Ziel verfolgst du mit deiner Aufklärung? Mein Ziel ist es, dir deine Augen zu öffnen, dass du erkennst, dass der Islam nicht die Wahrheit ist und dass Jesus Christus deine einzige Möglichkeit ist auf Vergebung deiner Schuld. Okay, also ich bin jetzt kein Moslem oder so, ich will niemanden in Schutz nehmen, aber Das dann spielt doch steht keine doch. Rolle. Ja, Das aber spielt doch warte, keine dann Rolle. reden Jesus wir. Ja, Christus ist warte auch für mal dich kurz. da, egal was du Warte mal bist. kurz. Rede doch mal über das Christentum, anstatt ständig über den Islam zu reden. Das Wenn kannst du mir überlassen. Wenn du das nicht hören möchtest, dann kannst du rausgehen, oder? nein, aber ich meine nur, weil das ist Hetze, was du betreibst teilweise. Ach, das ist auf einmal Hetze, wenn ich auf einmal vorlese aus Koran, Hadith und Sunna, als Hetze, ne? Ja, schau mal, das ist halt Ansi-Sache und so, aber was du machst, das ist. Ja, okay, Amir. Hör doch bitte auf damit. Du musst doch ein bisschen Amir, ich hab. differenzieren können, was ich hier mache und Nein. was ich sage und was ich tue, oder? Ich habe ja nichts da. Schau mal, Amir, ich habe ja nichts dagegen. Das ist ja dein gutes Recht. Jeder kann ja sagen, was er will. Aber nicht in einem. Du, wie soll ich sagen? Es ist ein Unterschied, ob ich etwas über etwas aufkläre oder ob ich Hetze und Hass verbreite. Du merkst es nicht. Ja, okay. Jeder definiert das anders, aber du siehst ja, dass ich vorlese und einige Das ist wie Sachen diese so Schriftrolle. sage Das und führt zu Hass. kommentiere, ne?
Wie bitte? Ich hab nicht verstanden, nochmal. Ich habe gesagt, du siehst doch, dass ich einige Sachen aus den islamischen Schriften vorlese und meinen Kommentar dazu abgebe. Das muss ja wohl möglich sein in einem freien Land wie Deutschland, in einem meinungsfreien Land nach Artikel 5 des Grundgesetzes, oder? Ja, ist ja dein gutes Recht, ich sag ja nichts dagegen, also, aber... Du? Und wenn es dir nicht gefällt, was ich hier mache, dann brauchst du mir auch nicht zuzuhören, oder? Ja, wie soll ich sagen, es gibt schon gute Sachen, die du machst. Ich finde es gut, dass du auch aufklärst, aber Amir, du, wie soll ich sagen, das ist teilweise schon, ich habe zum Beispiel, ich finde es gut, wenn du gegen IS redest und so weiter. Weißt du, was ich meine? Aber so. Warum sollte ich denn gegen die authentischste Gruppe im Islam reden? Warum? Warum? Ich sag ja, das ist ja gut, dass du gegen IS redest. Ich sag ja, dass ich rede niemals gegen den IS. Nein, das sind für mich die treuesten und frommsten Muslime, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Die authentischste Gruppe des Islams. Warum sollte ich denn gegen die authentischsten Muslime etwas sagen, die sich nicht schämen, alles in die Tat umzusetzen? Die sagen, ja gut, das ist unsere Religion, auch wenn sie Wahnsinn beinhaltet, wir praktizieren es. Ja, aber Armin, eine andere Frage. Weißt du, was ich nicht verstehe? Zum Beispiel im Christentum, es gibt ja verschiedene Ausrichtungen. Welche Ausrichtung gehörst du an, wenn ich fragen darf? Ich gehöre dem an, was der Herr Jesus Christus im Neuen Testament gesagt hat. Ich folge dem Herrn Jesus Christus auf Schritt und Tritt. Er ist mein Herr, mein Heiland, meine Burg, meine Festung, mein Gott, vor dem ich meine Knie beuge und ihm nachfolge, mein Kreuz täglich auf mich nehme und ihm nachfolge. Das ist meine Definition von Christsein und das Christsein der ganzen Geschwister hier drinnen. Was du siehst also, dass kein Ganze? Gebäude rettet, dass keine Denomination rettet. Allein der Name Jesus Christus. In Jesus Christus ist Heilung. In Jesus Christus ist Liebe. In Jesus Christus ist Vergebung. So sieht's aus. Ja, Amir, aber was hältst du von dieser ganzen Richtung wie Katholiken, Protestanten, Evangelikalen? Ja, das sind alles menschengemachte Denominationen. Sie müssen zum Herrn Jesus Christus kommen und ihre Schuld komplett bereuen, von Neuem geboren werden und ihr Kreuz täglich auf sich nehmen. Ja, also du hältst nichts von diesen ganzen Richtungen, oder? Für dich gibt es nur einen klaren Weg. Ich halte überhaupt nichts von Denominationen. Von Religionen und menschengemachtes Werk halte ich überhaupt nichts. Von Traditionen und hast du nicht gesehen. Das Wort Jesu Christi sollte für uns die Gesetz sein. Für alle Christen. Für alle, die sich Christen nennen. Ja, aber was hältst du von vom Alten Testament? Ist das für dich auch relevant, oder? Ja, natürlich. Altes und Neues Testament. Denn wir lesen 1. Timotheus 3,16, denn die Schrift ist eingegeben und eingehaucht. Die gesamte Schrift ist eingehaucht durch Gottes Geist. Das heißt, die gesamte Schrift, was wir sehen, Altes und Neues Testament, ist Gottes Wort. Eingehaucht durch den Heiligen Geist. Okay, ja. Aber das heißt, alles, was im Alten Testament steht, ist für dich auch relevant, sozusagen. Alles, was im Alten Testament steht, akzeptieren wir und müssen auch einiges annehmen und müssen auch verstehen, was der Herr Jesus Christus sagt und Bezug nimmt zum Alten Testament. Weil die ganzen Prophezeiungen, die ganzen Querverse findest du im Alten Testament. Weil wenn du anfängst, das Neue Testament zu lesen, wirst du erstmal verwirrt sein. Du verstehst gar nicht die Worte des Herrn Jesus Christus, was er damit sagt und was er meint. Und dann musst du wieder zurückgehen zum Alten Testament, weil sich dann etwas erfüllt hat an Prophezeiungen. Verstehst du? Ja, aber Amir, ich habe gehört im Alten Testament, ich habe selber nicht gelesen, da so noch schlimme Sachen stehen. Stimmt es? Da stehen sehr heftige Sachen in Sachen Kriegstexte und alles Mögliche. Das verleugnen wir auch nicht. Das akzeptieren wir und erklären das auch im Kontext, dass es gewisse Völker gab, die ihre Kinder und alles dem Moch und dem Baal und Gott mit ihnen sehr viel Geduld hatte. Und Gott dann eines Tages gesagt hat, dass sie weiter und Gott hat den Bann dann verstreckt und alles musste vernichtet werden, das ganze Dorf. Wir sehen also, dass Gott auch purer Zorn ist. Und so glauben das ja auch die Muslime. Und wir glauben ja auch nicht an einen Kuschelgott, sondern dass Gott zornig ist gegenüber Sünder. Siehst du? Ja. Zusätzlich glauben sie noch an das Alte Testament. Wer denn? Also wenn ein Muslim, wir müssen mal vorstellen, wenn ein Muslim das Alte Testament angreift, dann greift er somit Allahs Worte an. Weil Allah sagt, ich bin der Urheber der Tora und der Evangelium. Er hat die fünf Bücher Mose herabgesandt. Die Tora besteht ja aus die fünf Bücher Mose. Genesis, Exodus,
Levitikus, Numeri und Deuteronomium. Das sind die fünf Bücher Mose, die Tora. Ja, verstehe ich. Armin, was hältst du eigentlich, was hältst du von der Aussage, dass Jesus ein Jude war? Kannst du damit was anfangen oder kannst du das bestätigen? Was denn? Was hast du gesagt? Ja, dass Jesus ein Jude war, hört man ja immer. Kannst du das bestätigen oder siehst du das anders? Der Jesus war ein was? Also Jesus ist ja Jude gewesen und das hört man ja immer zumindest. Ich verstehe dich, Entschuldigung, die ist ein bisschen Okay, zu hörst du laut. mich jetzt Nochmal besser? lauter, Hörst bitte. du mich besser? Lauter einfach. Ja, hörst du mich besser? Ich höre dich, aber sobald du diesen einen Satz sagst, was der Jesus ist, verstehe ich das nicht. Muss man langsamer sagen. Ja. Also ich habe ja gehört, dass Jesus ein Jude war. Stimmt das? Ein Jude war, ja, natürlich ist er ein Jude. Wie kann er dann Gott gewesen sein? Ich verstehe das nicht. Gott im Fleisch gekommen. Gott im Fleisch gekommen. Der Apostel Paulus sagt uns das ja auch eindrücklich in Philipper 2, Vers 6 bis 11. Da kannst du das mal durchlesen, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Auch Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Du siehst, dass die Bibel eindeutig darüber spricht, dass Gott sich selber ankündigt durch das Alte Testament, durch die Propheten, der Tanach, und dass das Neue Testament sich erfüllt hat, dass Gott Mensch wurde. Ja. Aber ich komme ehrlich gesagt mit den Begrifflichkeiten ein bisschen Ja. durcheinander. Kannst du mich ein bisschen auf die Sprünge helfen? Was ist eigentlich das Evangelium eigentlich? Was? Was ist das Evangelium eigentlich? Ist es die Bibel oder? Das Evangelium bedeutet die frohe Botschaft, dass Jesus Christus stellvertretend für uns bezahlt hat. Wir dürfen aus Gnade leben. Du hast so viele Sünden auf deinen Nacken angehäuft, dass du vor Gott nicht bestehen kannst. Jesus Christus bietet dir Gnade an. Deswegen sagt er zu dir: Kommet her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe schenken. Allein Jesus Christus ist fähig, unsere Schuld zu tragen, weil der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde wurde. Er hat die Schuld der gesamten Menschheit auf sich genommen. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Du brauchst den Anwalt. Du brauchst jemanden, der stellvertretend für dich im Gericht für dich spricht. Verstehst du? Wenn du ohne Anwalt, was passiert denn, wenn du ohne Anwalt vor einem Gericht stehst? Kannst du bestehen vor dem Richter? Der wird dich in 0, nix platt machen. Luzifer, dein Vater ist ein Moslem, Mann. Der soll mal keine Scheiße labern. Der Typ, kannst du den blockieren, Amir? Hör auch an denjenigen, hör auf den Chat zu achten. Achte auf meine Worte, was ich mit dir sage, was ich mit dir spreche. Ja. Armin, kennst du gute Bibel-Apps oder so zum Lesen? Ja, du kannst dir diese Bibel-App runterladen. Das ist die, so eine, ein braunes Cover ist das. Bibel-App. Die ist sehr, Bible, sehr gut. auf Da hast du Englisch geschrieben oder Bible? verschiedene Versionen, da hast du verschiedene Übersetzungen. Alles klar, okay. Ja, ich schaue es mal auf jeden Fall mal an. Das ist interessant, ja. Gut, okay. Okay, Ami, ja, hat mich gefreut, dass ich hoch durfte. Ich wünsche Gott dir noch segne was, dich und gell? deine Familie. Ich weiß, dass du das hinbekommst. Du scheinst ein sehr, sehr schlauer Mensch zu sein. Alles klar, danke dir, gell? Mach's gut, ciao, ciao. Gott segne dich. Ciao. Ja, wundervoll. Möge der Jesus, Digga. Jetzt kriege ich sogar eine Goldkette, Digga. Habt ihr gesehen? Ja, lasst uns ein bisschen für die Seelen beten, die hier reinkommen und auch so auf die Suche sind. Ne? Ich gehe mal wieder zur Seite und bete für uns. Ja, Jesus Christus, hab Dank, mein Herr und mein Gott. Ich bete zu dir, Herr, und danke dir von ganzem Herzen, dass du verschiedene Menschen mit verschiedenen Ansichten hier reinholst und sie, ja, hierhin bringst du uns, dass wir mit ihnen reden dürfen, dass wir dein Wort verkünden, dass wir zeigen, wer du bist. Dass wir auch klarstellen, was die Bibel über dich auch sagt, Herr Jesus, dein Wort. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für jede einzelne Seele, die du zu dir führst und uns als Werkzeuge benutzt, Herr, dass wir dein Reich füllen dürfen mit Menschen, Herr. Denn du hast kein Anliegen, die Hölle mit Menschen zu füllen, wie ein gewisser anderer Gott das macht. Du hast ein Verlangen, jeden Menschen zu retten, Herr Jesus Christus. Hab Dank für dieses wundervolle Geschenk, dass du jedem Menschen anbietest, aus Gnade gerettet zu sein, aus dem Glauben heraus, Herr. Danke, Herr, für deine Güte, danke, Herr, für deine Liebe, danke, Herr, für alles, was du in unserem Leben tust. Du bist von Grund auf
ein wundervoller und starker Gott, Herr. Keiner liebt so wie du, Herr Jesus Christus. Nur du hast uns gezeigt, was Liebe bedeutet, Herr. Dass du bereit warst, dein Leben für uns zu geben, Herr. Auch wir sind bereit, uns diesen Qualen auszusetzen, Herr. Egal, was auf uns zukommt, stärke uns, Herr Jesus Christus, und lasse uns, ja, nicht zu sehr leiden, Herr Jesus. Wir beten auch für unsere Geschwister, die gerade sehr am Leiden sind unter der islamischen Herrschaft und den Muslimen allgemein, Herr. Bitte hilf auch so vielen Muslimen wie möglich noch zu dir zu finden, bevor die Tür der Gnade zu ist. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Das 1. Samuel 15, zerlege deinen Feind in handliche Stücke. Ja, du siehst so, dass Gott im Alten Testament gewisse Urteile spricht. Wenn du Muslim bist und ein Problem damit hast, dass Gott Urteile spricht über gewisse Völker, dann musst du auch definitiv ein Problem haben mit Allah. So kannst du ja nicht argumentieren. So argumentieren ja Atheisten. Du weißt ja, dass Allah selber total gewaltbereit ist und immer schon war. Und er die ganze Welt einjochen will. Also es ist nicht so wie in der Bibel, dass ein Volk gesündigt hat und das dann aufgrund eines Urteils dann vollstreckt wird. Allah möchte durch seinen Propheten die gesamte Menschheit unter einem Joch des Gesetzes zwingen. Das war niemals die Intention Gottes. Nein. Die Intention Gottes war immer schon, nur auf verschiedene gewisse Völker sein Urteil zu sprechen. Nicht die gesamte Erde zu sozusagen islamisieren, wie ihr das vorhabt. Das will der Teufel machen. Das will der Teufel machen. Deswegen sagt der Allah ja auch in Sure 9, Vers 29, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben und nicht an den jüngsten Tag und die nicht das verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben, von den Leuten der Schrift, bis sie eigenhändig den Tribut entrichtet haben, in vollster Erniedrigung. Das ist der Befehl an jeden Muslim, wenn sie die Oberhand haben, die Mehrheit gebildet haben, die Menschen vor die Wahl zu stellen. So ist das. Welche Sure war das? Sure 9, Vers 29. Sure 9, Vers 29. Sure 9, Vers 29. Hallo? Hörst du mich, Amir? Ja, ich höre dich. Gott segne dich und deine Familie. Ja, vielen, vielen Dank nochmal. Ich hatte ja schon mal mit dir, glaube ich, zweimal bis jetzt gesprochen gehabt. Und also du bist ja nochmal Christ und du nennst dich ja nicht, dass du im Christentum oder in irgendeiner Gruppe bist, sondern, wenn ich es ja, glaube ich, richtig verstanden habe, nur, dass du Jesus Christus Nachfolger bist. Habe ich das nochmal so richtig verstanden? Ja. Warte, jetzt verstehe ich dich gerade nicht. Kannst du noch mal sagen? Hörst du mich jetzt? Ja, ich glaube jetzt besser. Ich glaube jetzt besser, ja. Ja, das stimmt. Ich folge dem Herrn Jesus Christus auf Schritt und Tritt, ja. Okay, okay. Und kannst du mir noch mal kurz sagen, was laut deinem Glauben notwendig ist, um errettet zu werden? Also reicht das, wenn man nur für wahr hält, dass Jesus Christus für einen am Kreuz gestorben ist und dass er der wahrhaftige Gott und Erlöser ist, oder muss man mehr tun, um errettet zu werden? Du hast genau die Punkte erwähnt, perfekt. Du musst also glauben, dass er der allmächtige Gott ist, der ins Fleisch gekommen ist, weil die Bibel sagt, dass derjenige, der glaubt, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, das heißt, dass Gott Mensch wurde, der ist aus Gott geboren. Okay. So, wenn du an das glaubst, was er für dich am Kreuz getan hat,
So wirst du dich retten. Wirst du dich und deine Seele in Sicherheit bringen. Okay, es gibt also Komponenten, die man erfüllen muss, um wahrhaftig errettet zu werden. Das ist einmal die Gottheit des Herrn Jesus Christus und sein Werk am Kreuz. Wenn du daran glaubst, mit ganzem Herzen, und deine Knie vor ihm beugst und sagst, Herr Jesus, ich nehme dein Geschenk der Gnade an. Ich glaube, dass du mein Herr und mein Gott bist. Und ich glaube, dass du für mich und meine Sünden gestorben bist. Lasse mich von neuem geboren werden. Sende mir deinen Heiligen Geist und lasse mich das ewige Leben in dir haben. Amen. Okay, also ist das das Einzige, was man tun muss? Und mehr muss man nicht tun, weil ich habe auch gehört, dass man gehorsam leben muss, um auch errettet zu werden. Weil was ist denn jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, ich glaube das, aber lebe trotzdem dann noch irgendwo sündhaft auch weiter? Problem ist, auch nach deiner Bekehrung wirst du kein sündenfreies Leben leben. Das ist unmöglich. Weil du in diesem sündigen Körper gefangen bist, kannst du gar nichts anderes als sündigen. Verstehst du? Ja. Du wirst aber einen ganz anderen Bezug zur Sünde bekommen. Du wirst also nicht mehr die Augen, die du vorher hattest, wie du die Welt gesehen hast, sondern du bekommst einen neuen Leib, sagt die Bibel. Mhm. Ja? Mhm. Du wirst also, das Alte wird absterben und das Neue wird geboren. Du wirst also ein ganz anderer Mensch als der du vorher warst. Aber ich würde errettet bleiben. Ich gebe dir ein Beispiel. Vorher hatte ich gar kein Problem damit, genauso zu reden, wie es heute diese ganzen Leute auch machen. Mit, ich mache deinen Mund nur so, dies, das, jenes. Heute würde ich das mir gar nicht mehr so trauen, sowas zu sagen. Verstehst du? Okay, okay. Weil der Heilige Geist in uns ja das aufhält. Mhm. Das ist also, wir werden immer wieder dazu gebracht, heiliger zu leben. Wir können nicht perfekt leben, aber wir leben heiliger als vorher. Okay, aber ich würde errettet bleiben. Also selbst wenn ich danach irgendwie noch sündige, ich würde aber nach dem Glauben errettet bleiben, wenn ich jetzt aufrichtig daran festhalte, an dem Glauben, dass er für meine Sünden gestorben ist und dass er mein Herr ist. So sieht es aus. Es kann aber sein, dass wenn du zu viel gesündigt hast, dass du dem Satan übergeben wirst, dass dein Fleisch getötet wird, aber dein Geist gerettet wird. So steht es auch im Korintherbrief. Okay. Dass da jemand sehr oft und sehr viel gesündigt hat und Gott irgendwann mal sagt, bis hierhin und nicht weiter, und dein Fleisch verdirbt, aber dein Geist gerettet wird, weil du an den Namen des Herrn Jesus Christus geglaubt hast, an deine Lebzeit. Ja, okay. Also bei mir ist halt wirklich das Problem, wenn ich nur von den Emotionen hergehe, könnte ich den christlichen Glauben sofort wieder annehmen, weil ich hatte mal 5-6 Monate an Jesus Christus geglaubt, aber nicht mit dem Verstand und auch nicht mit einer subjektiven Gewissheit. Ich habe das nur mit dem Vertrauensvorschuss geglaubt, also dass er mein Erlöser ist, für meine Sünden gestorben ist. Ich habe das wirklich 5-6 Monate lang geglaubt. Aber das Problem war, warum ich das verlassen habe, ist, weil ich diesen Glauben mit dem Verstand und mit der Gerechtigkeit nicht mehr verteidigen konnte. Und den Islam habe ich, sage ich mal, angenommen oder zumindest für mich, dass ich das am logischsten, am sinnvollsten halte, zumindest diese Punkte, dass es nur einen Gott gibt, dass er keine Teilhabe hat, dass jede Person für seine Schuld selber gerade stehen muss und alle Propheten mit derselben Botschaft gekommen sind. Das klingt mir am logischsten und am sinnvollsten und deswegen glaube ich an den Islam. Aber nicht, weil ich das als Beweis habe, dass der Islam richtig ist, sondern weil ich mit der Logik und mit dem Verstand am stärksten davon ausgehe, dass das richtig ist. Also ich hatte mal 5-6 Monate an das Christentum geglaubt, aber weil ich das halt mit dem Verstand und mit der Gerechtigkeit nicht mehr verteidigen konnte, habe ich das wieder verlassen. Jetzt ist ja die Frage. Ach so, kann sein, aber habe ich dann nicht gegen den Heiligen Geist vielleicht dann schon irgendwie gesündigt, dass ich dann gar nicht mehr errettet werden kann? Ja, den Heiligen Geist hast du nie empfangen. Du warst vielleicht teilhaftig, aber nicht versiegelt. Denn wärst du versiegelt gewesen, könntest du niemals die Hand des Herrn Jesus Christus loslassen. Das ist der Unterschied zwischen jemandem, der nur teilhaftig des Heiligen Geistes ist oder jemand, der versiegelt ist mit dem Heiligen Geist. Aber wie wird man denn versiegelt? Weil ich habe ja alles getan, was ich konnte. Weil ich habe mal gehört, den Glauben, den christlichen Glauben, den kann man nicht machen. Das bekommt man geschenkt. Vielleicht hatte ich das dann von Gott nicht geschenkt bekommen. Aber wenn man ja den Glauben selber nicht machen kann, dann ist man ja nur auf die Gnade oder Barmherzigkeit von Gott angewiesen, dass er es einem offenbart. Aber wenn er es denn einem nicht offenbart, wie will man dann errettet werden? Also irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Du musst die Heilige Schrift lesen.
Hast du überhaupt dann angefangen, auch mal die Heilige Schrift zu lesen? Oder ja, hast du leider habe ich dann nur stellenweise, nicht alles. Ja, siehst du, da hast du doch deine Antwort. Ja. Merkst du, du nimmst den Herrn Jesus Christus an und liest auch gar nicht, was der Herr Jesus Christus jetzt von dir verlangt, dass du eine Beziehung zu ihm hast. Du hast also gar keine richtige Beziehung zu ihm gehabt. Also was, du beantwortest dir eigentlich selber alle deine Fragen. Und dann triffst du auf einmal eine Entscheidung für eine Religion, die unlogischer nicht sein kann. Wo Gott ein fliegendes Bein ist und der dir Frauen mit schwellenden Busen verspricht, ein immer irrigierten Dauer-PNIS, kleine Knaben, die du auseinandernehmen kannst im Himmelreich. Und das nennst du dann logisch oder was? Ja, ich meine, diese Punkte, die habe ich gehört. Ich kann mit meinem Verstand oder mit meinem Gewissen also nicht. Also das kannst du mit deinem Verstand vereinbaren, aber dass Jesus da aus Liebe heraus dein Leben für dich gegeben hat, das ist für mich dann unlogisch, ne? Also zumindest, wenn ich habe ja gesagt, von den Emotionen her ist das für mich total. Wir sind hier nicht wegen Emotionen, hier geht es um die Wahrheit und was in den Schriften verzeichnet ist. Jeder kann sich durch Emotionen leiten lassen. Es gibt Leute, die sich durch Koranrezitation bewegen, eine Entscheidung für den Islam zu treffen. Völlig bekloppt. Stell dir mal vor, die reden oder der rezitiert gerade über schwellende Busen. Und der Typ weiß das ja gar nicht, und dieses Mädchen. Das ist eine Katastrophe, also Mann. Ich sage nochmal, vor allem diese zwei oder drei Punkte, dass Jesus 100% Mensch und 100% Gott ist. Ich konnte das nicht mehr oder überhaupt nie verteidigen. Ich habe das einfach nur mit dem Vertrauensvorschuss geglaubt. Das war zum Beispiel ein Grund, wieso ich das dann verlassen habe, wieder diesen Glauben, weil ich das nicht verteidigen, weil wie will man das verteidigen können, sowas? Ja, das Problem ist, weil du nicht die Heilige Schrift liest, um Gott besser kennenzulernen, machst du auf einmal so Quatschzeugs da. Dann hört man ja raus. Ja, und dann gibt es noch Kurve, wo ich das auch herausgefunden habe, jetzt durch deine Worte, wo du gesagt hast, ich habe auch nicht mehr die Bibel gelesen und dann natürlich ist das dann so. Das natürlich klappt, aber ich habe mich dann trotzdem nicht viel beschäftigt weiterhin, zumindest mit Videos. Ich bin auch öfter mal in Gemeinden immer noch gegangen, also das hat mich nie losgelassen, auch nachdem ich den Glauben Jesus Christus wieder verlassen habe. Also mich bewegt das immer noch sehr. Ich habe ja auch gesagt, emotional, auch wenn es darum nicht geht, bewegt mich das auch immer noch sehr. Nur ich konnte es nicht verteidigen. Oder zum Beispiel, es steht ja auch im Alten Testament, dass keine Seele, also jetzt nicht, ich weiß es nicht, die Last eines anderen trägt. Das steht, glaube ich, im Koran, wenn ich es richtig behalten habe. Aber auch im Alten Testament steht das sinngemäß, glaube ich, auch dran. Auch wenn es vielleicht nicht wortwörtlich wird, dass der Menschensohn nicht... Ja, dass der Mensch nicht durch einen sündigen Mensch irgendwie... gerettet wird. Aber der Jesus nannte ja keine Sünde. Warum liest du die Bibel nicht? Warum? Liest du mit was für schwammigen Aussagen kommst? Ja, das steht eventuell da. Hast du dir selber schon mal Gedanken gemacht, das selber einmal aufzuschlagen? Ich habe es mal aufgeschlagen. Ja, ich kann jetzt nicht mehr die Stelle wiedergeben. Ich habe es mir nicht beinahe, aber ich habe es mal aufgeschlagen. Ich komme gleich wieder. Ciao, ciao. Ja, okay. So unfassbar. Ja, aber man hört auch diese Verwirrtheit daraus, ne? Also sehr, sehr verwirrt. Sehr verwirrt.
Dr. Sheikh Abu Amir, der Sheikh aller Sheikhs. Ach du Heilige. Abul Qasim ist hier drin. Der nur Unsinn über den Herrn Jesus Christus verbreitete. Grüß dich, mein Freund. Grüß dich, mein Freund. Salamu alaikum. Wa alaik, wa alaik. Wie geht's dir? Wa alaik, wa alaik. Einfach nicht aus. Abul Qasim, du bist. So ist das Christentum. Abul Qasim, du bist schwarz, ne? So du ist, bist schwarz. So ist das Christentum, hat dich beigebracht, dass du mit Leuten so unterhaltest. Nein, wir lachen doch. Wir führen eine gute Konversation. Wir wollen ja super versuchen, die Barrieren zu brechen. Wir müssen das Eis ja brechen. Wir müssen uns ja lieben, Abul Qasim. Ist Jesus für meine Sünde gestorben, laut der Bibel? Ja, natürlich ist er für deine Sünden gestorben. Wirklich, bist du sicher? Ich bin sehr, sehr sicher. Okay, dann mach mich groß, wenn du dich traust. Ja, okay, machen wir dich groß, komm. Bitte schön. Vielen lieben Dank. Heute hast du gute Laune, ja? Ja, wenn du so ruhig bist, dann ja. Ich habe immer gute Laune, bin, wenn du ruhig bist. Ich bin immer ruhig. Kein Problem. Nee, letztes Mal hast du behauptet, dass der Herr Jesus Jungfrauen im Himmel bekommt. Siehst du, genau, was du da machst? Genau. Genau wie du immer lügst. Du hast das doch alle vor uns allen gemacht, ist auf Internet okay gelandet. Okay, kein Problem. Gehen wir. Ist Jesus von meiner Sünde? Ich will nicht einfach, dass du vom Thema abweichst. Also, nochmal. Aber zitter nicht, deine Stimme ist am Zittern, aber zitter nicht. Kein Problem, mein Lieber. Ist Jesus von unserer Sünde gestorben? Ja, er ist von unserer Sünde gestorben. Laut ja der Bibel, oder? Laut der Bibel, ja. Welche Sünde haben wir gemacht? Wir haben alle Sünden begangen. Okay. Warum Gott der Bibel nimmt nicht eine Gestalt von einer Frau oder Satan? Weil Satan die erste gesündigt hat, laut der Bibel. Komm zum Punkt, was willst du zeigen? Zeig. Okay, Satan hat gesündigt. Warum Gott der Bibel? Wer ist Saban? Wer ist Saban? Wer ist Saban? Satan, Teufel. Ah, der Satan. Teufel. Ja, Satan, genau. Der Teufel. Satan. Saban. Ja, also der Teufel, habe ich gesagt, Satan. Also der Teufel. Hat der erste gesündigt. Warum Gott der Bibel hat ihn nicht ermordet? Und nicht warum einer, der ihn ermordet hat? Einer, der nicht sterben wollte, der sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In Matthäus Kapitel 27, Vers 46. Warum ja, du weißt doch, dass er den Psalm 22 dort erfüllt. Warum bist du so degeneriert? Sag mal also, bitte. Hast du zu viel Kamelurin okay schon wieder okay getrunken, Abul Qasim? Okay, hast du wieder zu viel Kamelurin getrunken? Aber du hast Hezekiel Kapitel 4, Vers 12, hast du dann gegessen, Kaka. Okay. Nein, du hast viel, viel Kaka und viel, viel Kamelurin gegessen. Ich steht in der Bibel, Urin, mit, willst du Urin? Ey, mit Abul Qasim kann man nicht dann normal vernünftig reden mit dem Typen, ne? Der kommt immer mit so einem Haufen Müll an, merkt ihr das? Nicht eine vernünftige Konversation kann man mit ihm führen. Er folgt einer Religion, wo Mohammed gesagt hat, man sollte sogar demjenigen folgen selbst, also den Äthiopiern, nennt er Rosinenköpfe. Er selber ist ein Schwarzer und akzeptiert sowas. In Al-Qadi Iyad steht, wer auch immer behauptet, dass Mohammed ein Schwarzer war, muss getötet werden. Oh, ist das schlimm, wenn wir sagen, dass Mohammed ein Schwarzer war? Das ist für die Muslime das Allerschlimmste. Weil die islamischen Schriften sagen, dass er ein sehr weißer Mann war. Seine Oberschenkel waren richtig weiß. Müsst ihr euch mal vorstellen. Wer behauptet, dass Mohammed ein Schwarzer war, muss auf der Stelle getötet werden. Weil für die Muslime das Allerschlimmste ist, zu behaupten, dass Mohammed ein Schwarzer war. Ein Afrikaner. Weil das alle, weil die Araber damals die ganzen Afrikaner als Sklaven genommen haben. Und dieser Typ folgt auch noch dieser Religion. Das müsst ihr euch mal geben. Er selber ist ein Schwarzer und folgt dieser Religion. Ein Afrikaner. Oder Äthiopier oder weiß ich, was der ist. Also sein Vorbild nennt solche Leute wie ihn Rosinenköpfe und der folgt das auch noch. Stimmt nicht, ja, stimmt nicht. Guck mal hier. Hier, stimmt nicht. Pass mal auf. Wir gehen wieder in die Quellen rein. Sahih Bukhari. Stimmt nicht. Da geht's schon wieder los mit stimmt nicht. Rosenhead. Rosenhead. Ich komme sofort wieder, Dr. Scherr, aber wir müssen kurz was erledigen.
Der beste Scherz aller Scherz. Besser hält ja nicht mehr. Der Luxus. Ja. Der Luxus hier. Danke dir. Oh ja. Warte, aber das muss ich noch beweisen. Das geht nicht. So geht das nicht. Bevor wir hier losfahren.
Sahih al-Bukhari 7142. Alexa antwortet, bitte anpinnen. Sahih al-Bukhari 7142. Dr. Sheikh Abu Amir, wenn er redet, immer mit Beweisen, nie aus sich selbst heraus. Allah's Messenger said, you should listen to and obey your ruler, even if he was an Ethiopian black slave whose head looks like a rosin. Und dieser Abul Qasim ist ein Schwarzer und folgt dem Wahnsinn hier, was hier steht. Guckt euch das bitte an. Der Mohammed sagt, ihr sollt auf jemanden hören, selbst wenn er ein Schwarzer ist, weil das Niedrigste überhaupt für Mohammed war, wenn er ein Äthiopier ist, Schwarzer, und sein Kopf aussieht wie eine Rosine. Guck dir das an, wie der Mohammed die Schwarzen beleidigt. Ja. Schlimm, Bruder, schlimm. Jamia Tirmidhi 38, sowieso schlimmste Hadith. Bruder, wie geht's dir jetzt gut? Ja, alles super, ja, ja. Weißt du, was bei mir passiert ist, Bruder? Alle meine Videos sind weg. Alle was? Alle meine Videos wurden gelöscht. Dein Account ist weg, ne? Nein, nein, mein Account ist noch da, bloß alle meine Videos wurden gelöscht. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Entweder hat jemand das gehackt und hat die Videos weggemacht, oder TikTok hat wegen die ganzen Meldungen einfach alle Videos runtergenommen. Okay. Meine Güte, jetzt darf ich alle wieder von vorne hochladen, alle wieder von vorne hochladen. Ja, aber du hast die doch bestimmt gespeichert, oder nicht? Bruder, ich hatte die ganzen Videos sowieso ja auf meinen YouTube-Account, weißt? Ich hatte immer von dort rübergezogen, immer passend für YouTube gemacht und dann wieder hochgeladen. Ich habe die Videos alle, weißt? Das ist kein Problem. Ja, wie gehst du denn damit um, dass Mohammed so Äthiopier als Rosinenköpfe bezeichnet? Ist das okay, Bruder, oder was? Ich sag dir, wie ich damit umgehe. Ich gehe so damit um, dass ich direkt den nächsten Hadith raushole. Jamia Tirmidhi 38, wo Mohammed sagt, Gott hat die Leute Adam da erschaffen, als er ihn erschaffen musste, und hat auf seine rechte Schulter geschlagen, und aus der rechten Schulter gingen weiße Sprösslinge hervor. Und dann hat er auf seine linke Schulter geschlagen, und von der linken Schulter gingen schwarze Sprösslinge hervor, als wären sie Holzkohle. Und dann hat er zu denen gesagt, die wo aus der rechten Schulter entsprungen sind, sie sind für den Himmel und es interessiert mich nicht. Und für die, die aus der linken Schulter entsprungen sind, sind alle für die Hölle. Genau, die sind für die Hölle. Abul Qasim, du folgst einer Religion, in der du zur Hölle fährst. Ja. Und dann macht er noch das beste Statement am Ende. Er sagt noch, es interessiert mich nicht. Das interessiert ihn nicht. Mohammed, interessiert dich, ob du in die Hölle landest. An alle Afrikaner, verlass den Islam. Witze, sowieso, das sind so Sachen, was ich nicht verstehe. Wie eine Frau, ein Afrikaner, was gibt's noch? Ein Türke, ein Kurde, was gibt's noch? Wie diese Leute allgemein den Islam annehmen können. Es geht nicht in die Birne rein, vor allem bei Afrikanern nicht. Du gehst in eine Religion rein, die wo dich seit über 1400 Jahren erniedrigt und dich immer noch erniedrigt, immer noch. Es gibt ja immer noch Sklaven in arabischen Ländern, immer noch. Ja. Das wird Abid genannt. Die Schwarzen werden dort Abid genannt. Abid bedeutet übersetzt Sklave. Abd. Ja, Abt. Nein, Abid, glaube ich. Egal, wie auch immer. Auf jeden Fall werden die heute immer noch Sklave genannt. Wunderschön, der Islam. Ja, Mann. Was sagt Amir zu? Was stand da? Amir, was sagst du zu Zoroastrismus? Ich glaube, der Amir hängt gerade. Er hat keine gute Empfang. Allah macht dich. Lass dich mal bitte diese.
Udo, du hängst immer noch böse. Jetzt bist du wieder da. Jetzt bist du wieder weg. Das ist eine Video. Wir warten gerade, dass der Army wieder ein bisschen Empfang hat, damit er uns wieder ein bisschen belehren kann. Der Army hängt gerade ein bisschen, ja. Normal, wenn du ganz Zeit im Auto bist, der kommt durch ein Funkloch ins nächste Funkloch rein immer. Na, jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er in den bösesten Funkloch geraten, wo es gibt. Irgendwo in einem Tunnel. Bruder, du bist gerade in einem Tunnel, da ist das höchste Funkloch. Funklöcher sind schlimmste. Tunnel sind schlimmste Funklöcher. Army hat erst wieder gute Verbindung, wenn er aus dem Tunnel raus ist.